Guten Tag und herzlich willkommen zu diesem Vortrag der anarcho-kommunistischen Organisation Die Plattform. Ich bin Peter von der Lokalgruppe Ruhr der Plattform und ich werde heute über zwei anarchistische Organisationsansätze reden, den Plattformismus und den Espezifismo. Beide Organisationsansätze stellen für uns als Die Plattform einen integralen Bestandteil unseres politischen Selbstverständnisses und unserer Organisierungsgrundlage dar. Worum genau soll es heute gehen? Zwar wollen wir heute über den Plattformismus und den Espezifismus sprechen, wollen aber beginnen mit einer kleinen Erläuterung der Probleme, die wir aktuell innerhalb des anti-autoritären Teils der radikalen Linken sehen. Zwar haben wir als Anarchistin bzw. als anarchistische Kommunistin natürlich auch jede Menge Kritik am autoritären Teil der radikalen Linken, also an den unterschiedlichen Strömungen des Autoritärkommunismus. Dennoch wollen wir uns heute mit dem anti-autoritären Teil der radikalen Linken beschäftigen. Und dafür zuerst einmal mit der radikalen Linken im Allgemeinen und ihre Probleme und darüber hinaus auch der anarchistischen Bewegung im Speziellen. Und davon ableitend wollen wir uns dann beschäftigen damit, inwiefern der Plattformismus und der Spezifismus eben Lösungsansätze sein können für die bestehenden Probleme. Dazu wollen wir uns damit beschäftigen, woher die beiden Organisationsansätze kommen, was ihre Grundlagen sind und wie wir auch zu ihren Ausführungen stehen. Genau. Und wir beginnen zuerst mit der Kritik der anti-autoritären radikalen Linken im Allgemeinen. Zuerst einmal die Frage, wen wir denn eigentlich dazu zählen. Wir zählen zum anti-autoritären Teil der radikalen Linken insbesondere all die Gruppen und Organisationen, die eine radikale gesellschaftliche Veränderung weg vom Kapitalismus hin anstreben, die das aber nicht durchsetzen wollen durch den Staat oder durch eine Parteiavantgarde, sondern eher von unten durch die Selbstorganisierung der Menschen der lohnabhängigen Klasse und die einen ja eher anti-autoritären gesellschaftlichen Wandel anstreben. Wir würden da zum Beispiel hinzuzählen die Interventionistische Linke oder IL, die postautonomen Gruppen des Kommunistischen Ums-Ganze-Bündnisses oder auch diverse anti-autoritäre, antikapitalistische Gruppen oder antifaschistische Gruppen. Nun aber, welche Kritikpunkte haben wir an der Politik dieser Gruppen und Organisationen? In erster Linie sehen wir ein Problem darin, dass es weiterhin einen großen Mangel an kontinuierlicher und überregionaler Organisierung im anti-autoritären linksradikalen Spektrum gibt. Es gibt zwar mittlerweile, wie zum Beispiel mit der Interventionistischen Linken oder dem Ums-Ganze-Bündnis, einige Organisationsansätze, die tatsächlich auf eine langfristige Organisierung angelegt sind. Dennoch gibt es weiterhin das sehr akute Problem, dass viele linksradikale Gruppen sich eher über den Zeitraum einiger weniger Jahre zusammenfinden und dann wieder auseinanderbrechen. Das Problem dabei ist, dass es dazu führt, dass die radikale Linke nicht von den Vorteilen einer kontinuierlichen, breiteren Organisierung profitieren kann, zum Beispiel durch die Zusammenführung der Erfahrungen verschiedener Generationen von Aktivistinnen. Außerdem müssen Strukturen immer wieder neu aufgebaut werden und es zehrt natürlich auch an den Kräften der organisierten Genossinnen. Ein weiteres Problem, das wir sehen, ist die Ziel- und Strategielosigkeit der meisten Organisierungsansätze. So ist es beispielsweise so, dass wir es so sehen würden, dass die meisten linksradikalen Gruppen und Organisationen eher vor sich hin agieren, an unterschiedlichen Bündnissen teilnehmen, auf Demonstrationen präsent sind, aber keine konkrete Strategie verfolgen, wie gesellschaftliche Veränderung aussehen kann. Und das führt eben dazu, dass man auch gar nicht die politische Praxis, die notwendig wäre, um eine Strategie dann umzusetzen, auf die Beine bekommt und eher ja, so vor sich hinschwimmt und meistens dann eher reagiert, anstatt proaktiv zu agieren für die eigenen Ziele. Und dieses Problem sehen wir besonders auch bei verschiedenen linksradikalen Gruppen, die nicht an größere Organisierungsansätze angebunden sind und sehen da aber natürlich auch positive Entwicklungen, wenn wir uns zum Beispiel Organisierungsansätze wie die Interventionistische Linke anschauen.
Und es ist weiterhin natürlich wichtig, dass es eine konkrete Strategie gibt, wie wir zu einer sozialen Revolution und zur Umwerfung von Kapitalismus und Staat kommen. Ein weiteres großes Problem, was wir sehen, ist das fehlende Klassenbewusstsein innerhalb der antiautoritären radikalen Linken und damit natürlich auch ein fehlender Klassenstandpunkt. Es ist weiterhin so, dass in der antiautoritären radikalen Linken, im Gegensatz zum Beispiel auch zu verschiedenen Strömungen des Autoritärkommunismus, eher eine Angst davor herrscht, unserer Meinung nach, sich mit der eigenen Klasse zu identifizieren, dass eher ein Antikapitalismus verfolgt wird, der nicht auf die Organisierung breiter Teile der lohnabhängigen Klasse setzt, sondern eher darauf, dass die, ich sag mal, radikale Minderheit der radikalen Linken schon die gesellschaftlichen Verhältnisse umwerfen wird. Und das sind natürlich Ansätze, die einfach aus der Tradition der autonomen Bewegung in Deutschland entstammen und sich da eigentlich auch nicht bei wundern, denn natürlich Gruppen wie die Interventionistische Linke oder Organisationen wie die Interventionistische Linke, das ums ganze Bündnis, sind natürlich postautonome Gruppierungen, genauso wie natürlich auch die Antifa-Bewegung in einem ganz enormen Teil in der Tradition der Autonomen steht. Das Problem ist, dass dieser Antikapitalismus ohne Klassenstandpunkt, also praktisch der Klassenkampf ohne Klasse, nicht dazu in der Lage ist, langfristig breite Kämpfe der eigenen Klasse zu fördern und das Verbleiben in eigenen Szene und damit in einer gesellschaftlichen Blase ohne große Wirkmächtigkeit sind die Folge. Dazu kommt natürlich auch weiteres Verhalten, mit der sich linksradikale Gruppierungen und auch Menschen, also Individuen, von der breiten Teil der Bevölkerung und damit auch der eigenen Klasse abgrenzen. Zum Beispiel durch den äußeren Anschein von Szeneräumlichkeiten, die äußerlich eher abschreckend wirken auf Menschen, die nicht der schon der Szene angehören, auf szenetypische Kleidungstrends, aber auch Demonstrationen, die in ihrem Stil nicht zugänglich oder vermittelbar sind für Außenstehende. Und natürlich auch solche Sachen wie, ich sag mal, Szene-Slang, typische Slogans, Verbalradikalismus. All das trennt die radikale Linke in entscheidendem Maße vom Rest der Gesellschaft und ist mehr oder weniger eine selbstgesuchte Isolation, von der wir denken, dass sie dringendst überwunden werden müsste. Zu diesen drei bisher genannten Problemen kommt noch dazu eine gewissermaßen fehlende Ernsthaftigkeit. Damit ist gemeint, dass viele Aktivistinnen innerhalb der antiautoritären radikalen Linken ihr politisches Handeln und die Dinge, für die sie kämpfen, unserer Meinung nach nicht ernst genug sehen oder ernst genug nehmen und eher den Spaßfaktor im Vordergrund sehen. Wir wollen dabei auch nicht falsch verstanden werden. Es ist auf keinen Fall so, dass Politik keinen Spaß machen soll. Im Gegenteil, ich denke, es ist klar, dass wenn wir hassen, was wir tun, wir unsere Aktivität nicht lange aufrechterhalten können. Dennoch ist aber klar, dass es auf dem Weg der Organisation in Richtung sozialer Revolution und in Richtung befreiter Gesellschaft auch immer Dinge geben wird, die nicht nur Spaß bereiten, die aber trotzdem wichtig sind, sie zu erledigen. Und diese unangenehmen Aufgaben nicht zu erledigen, weil sie eben dem eigenen Spaßfaktor im Weg stehen, ist eben fatal. Und wir sind der Meinung, dass es eben eine neue Ernsthaftigkeit, eine neue Herangehensweise an die Wichtigkeit der eigenen Politik geben müsste. Der letzte Kritikpunkt, den wir konkret an der antiautoritären radikalen Linken im Allgemeinen üben, ist ein Fokus auf Bündnis- und Kampagnenpolitik im Kontrast zur Förderung von Selbstorganisation. Damit meinen wir, dass es weiterhin innerhalb der radikalen Linken in der deutschsprachigen Region, speziell natürlich auch nochmal in Deutschland, wo wir natürlich von ausgehen, als Menschen, die in Deutschland politisch aktiv sind, es gibt eben einen starken Drang dazu, dass viele linke Gruppen oder auch linksradikale Gruppen sich nicht so sehr darauf fokussieren, neue Menschen zu gewinnen, die nicht bereits in politischen Strukturen aktiv sind, sondern eher versuchen, über Bündnisse in die Gesamtgesellschaft hineinzuwirken und damit auch irgendwie Legitimität zu erfahren, wenn es zum Beispiel darum geht, dass man zum Beispiel mit den Jusos zusammenarbeitet oder mit der Linkspartei oder man fährt dann eben Kampagnen, politische Kampagnen, die auf ein spezifisches Thema ausgerichtet sind, wie zum Beispiel die Blockade eines G20-Gipfels. Und demgegenüber sehen wir eben
dass die Radikale Linke die Förderung von Selbstorganisierung, also neue Menschen zu gewinnen, diese langfristig verbindlich zu organisieren in verschiedenen sozialen Kämpfen, dass die Radikale Linke genau das, was notwendig wäre, vernachlässigt und stattdessen lieber neue Bündnisse knüpft zwischen den bereits existierenden Gruppen und nicht versucht, darüber hinaus zu expandieren. Und wenn wir Gegenmacht aufbauen wollen, dann ist es eben unerlässlich, dass wir tatsächlich diese Form der Selbstorganisierung in Angriff nehmen. Nun zu den Kritikpunkten an der anarchistischen Bewegung im Speziellen. Da wieder die Frage, okay, was zählen wir eigentlich dazu? Wir würden sagen, zur anarchistischen Bewegung zählen ganz grob die auf der einen Seite die organisierten anarchistischen Zusammenhänge, einmal in der Föderation deutschsprachiger Anarchistinnen, der FDA, dann natürlich in der anarcho-syndikalistischen Gewerkschaftsföderation Freie Arbeiterinnen-Union und natürlich auch wir als die Plattform, als plattformistische anarcho-kommunistische Organisation. Und neben diesem, ich würde mal sagen, formell organisierten Teil der anarchistischen Bewegung auch Zusammenhänge in vor allem in Großstädten, Berlin, Hamburg und so weiter, die ja ein eher aufständisches, anarchistisches Verständnis haben und genau, die einen praktisch den speziell anarchistischen Teil der autonomen Szene bilden. Welche Probleme sehen wir bei diesen verschiedenen Gruppen? Wir würden sagen, dass ein wichtiger Kritikpunkt an der anarchistischen Bewegung weiterhin ist, dass sie ein falsches Verständnis von Autonomie hat und eine daraus resultierende Desorganisation innerhalb der anarchistischen Bewegung entsteht. Es ist eben so, dass ganz viele Anarchistinnen oder Menschen, die sich als Anarchistinnen verstehen, Autonomie eher sehen als Autonomie als etwas auf das Individuum fokussierte sehen und nicht Autonomie im Kontext breiterer sozialer Befreiung und deshalb eben bestimmte Mechanismen wie die freie Vereinbarung oder die freie Assoziation der Individuen eben eher kritisch gesehen werden. Teilweise wird formelle Organisierung, langfristige Organisierung komplett abgelehnt, weil es sozusagen angeblich die Autonomie des Einzelnen, der Einzelnen behindert. Und wir würden sagen, dass das eben dazu führt, dass der Anarchismus innerhalb der deutschsprachigen Region, natürlich auch nicht nur in der deutschsprachigen Region, das sind auch Probleme, die anarchistische Bewegung international prägen, dass der Anarchismus weiter an einem Phänomen der Desorganisation krampft. Und es ist eben so, dass wir als Anarchisten natürlich eh schon ein kleiner Faktor sind innerhalb des größeren politischen Geschehens, auch innerhalb der radikalen Linken, und dass die Desorganisation uns darüber hinaus weiter vom Rest der Gesellschaft oder weiterhin uns daran hindert, in die breiteren Kämpfe innerhalb der Gesellschaft zu intervenieren. Ein weiteres Problem würden wir in der Profillosigkeit und der Beliebigkeit vieler anarchistischer Zusammenhänge sehen. Es ist weiterhin so, dass anarchistische Zusammenhänge im Allgemeinen davon geprägt sind, dass sie eher sich allgemein auf der Basis der Befürwortung der Herrschaftsfreiheit zusammenfinden. Es also eher darum geht, einfach nur Gruppen zu bilden, die irgendwie für Anarchismus sind, aber die darüber hinaus gar nicht so viele Fragen für sich intern auch schon beantwortet haben. Und so fehlt es vielen anarchistischen Gruppen schwer, konkrete Antworten darauf zu geben, was man politisch eigentlich konkret verändern will. Wir denken aber, es ist absolut notwendig, dass wenn wir erfolgreich in die Gesellschaft wirken wollen, wenn wir Menschen ansprechen wollen, wenn wir Menschen davon überzeugen wollen, sich zu organisieren, dass wir auch konkrete Antworten haben. Natürlich, wir können nicht jede einzelne Antwort auf jedes Problem das Bestehenden geben. Wir können nicht jeden einzelnen Schritt in Richtung einer besseren Gesellschaft ausformulieren. Aber wir können trotzdem, oder wir denken, es ist unerlässlich, dass wir ganz konkrete erste Schritte, wie wir Veränderungen erreichen wollen, dass wir das kommunizieren können und dass wenn Menschen uns fragen, wohin wir wollen, was wir machen wollen als Anarchistin, wie wir die Welt verändern wollen, dass wir nicht schweigend dastehen, sondern dass wir Antworten bieten können. Die Profillosigkeit und Beliebigkeit geht einher mit einer öffentlichen Unsichtbarkeit des Anarchismus und seiner schlechten Außenwirkung. Der Anarchismus hatte gewissermaßen schon immer das Problem, dass er sich eher schlecht in Anführungszeichen verkauft hat.
Das bedeutet, dass der Anarchismus immer schon von den Herrschenden ganz massiv ja, dämonisiert wurde. Dass die Herrschenden versucht haben, die Anarchistin als Chaotin darzustellen und als, ja, als Menschen, die nur Unsinn und Chaos im Sinn haben. Und wir denken, dass es heute umso mehr an der Zeit ist, endlich mit dieser Propaganda über uns als Anarchistin zu brechen und dass uns auch die modernen Medien, die gewissermaßen die neuen Möglichkeiten, die uns auch das Internet als Kommunikationsplattform zur Verfügung stellt, dass das nun mittlerweile höchste Zeit ist, dass wir die öffentliche Unsichtbarkeit und die schlechte Auswirkung des Anarchismus durchbrechen mit eigenen Medienangeboten und wir endlich das Heft darüber in die Hand nehmen, wie die Menschen unserer Klasse den Anarchismus wahrnehmen. Das war nun unsere gar nicht mal so kurze Kritik an der anti-autoritären radikalen Linken und an der anarchistischen Bewegung. Jetzt kommen wir zum zweiten großen Teil dieses Vortrags und zur Frage, was ist Plattformismus? Und nun zuerst zur grundsätzlichen Frage, woher kommt eigentlich der Plattformismus? Ihr seht es schon rechts, den Mann werden wahrscheinlich viele von euch kennen. Das ist Nestor Makhno. Und wer sich mit dem Begriff des Plattformismus auseinandersetzt, wird schnell erkennen, dass der Begriff gewissermaßen auf eine Schrift der anarchistischen Gruppe Yellow Truder zurückgeht. Das ist die Schrift Organisationsplattform der Allgemeinen Anarchistischen Union, Entwurf, welcher 1926 verfasst wurde von eben dieser Gruppe Yellow Truder, die aus russischen Anarchistinnen bestand, die im französischen Exil gelebt haben. Warum haben diese Leute im Exil gelebt? Sie haben im Exil gelebt, weil sie geflohen sind vor der Verfolgung der Bolschewiki in Russland und der Ukraine. Das waren Menschen, die vor allem in Russland und in der Ukraine politisch als Anarchistin aktiv waren und die an der sozialen Revolution nach dem Niedergang des Zaren mitgewirkt haben und die dann, als die Bolschewiki die Macht an sich gerissen haben und die Sowjetrevolution gewissermaßen beendet haben, die dann eben fliehen mussten, unter anderem Nestor Makhno, aber auch andere Anarchistinnen, wie zum Beispiel Ida Met. Und die Gruppe Yellow Truder gab dann eben im Jahr 1926 im französischen Exil ihre vermutlich bekannteste Schrift heraus, in der sie sich kritisch auseinandersetzten mit den Problemen der anarchistischen Bewegung, die zu ihrer Niederlage innerhalb der russischen und der ukrainischen Revolution geführt hatten. Und in der sie ja praktisch aus diesen Problemen, aus dieser Niederlage Schlüsse ziehen und ein Skelett ausarbeiten für eine neue anarchistische Organisation, die mit den bestehenden Problemen der anarchistischen Bewegung aufräumt. Und ihre Schrift sollte dann also das Skelett sein eines Programmes dieser neuen anarchistischen Organisation, die sie Allgemeine Anarchistische Union nannten. Und diese Schrift wurde eben zur Grundlage der plattformistischen Strömung innerhalb des organisierten Anarchismus und auf diese Schrift bezogen sich dann eben im Laufe der nächsten Jahrzehnte bis heute ganz viele verschiedene anarchistische Gruppierungen, vor allem in Frankreich, wo natürlich auch die Schrift das erste Mal publiziert wurde, aber auch im europäischen Raum, zum Beispiel in Irland, in England, in verschiedenen Teilen Osteuropas auch. Und als wir uns als Organisation im Jahr 2019 gründeten, war eben auch diese dann schon fast 100 Jahre alte Schrift für uns eben auch eine wichtige Inspiration, da sie, trotzdem sie fast eben 100 Jahre alt ist, ganz viele wichtige Erkenntnisse zusammenfasst, die auch noch heute als Kritikpunkte an der aktuellen anarchistischen Bewegung gelten können. Das war auch der Grund dafür, dass wir die Schrift im Frühling 2019 innerhalb unserer organisationseigenen Schriftenreihe Kollektive Einmischung auf Deutsch
neu veröffentlicht haben. Und ich kann auf jeden Fall jeder Person, die diesen Vortrag hört, und auch jeder Person, die sie nicht hört, nur ans Herz legen, auf unsere Website dieplattform.org vorbeizuschauen und diese Schrift einmal selbst zu lesen. Sie ist wirklich überaus hilfreich, überaus wertvoll für unsere politische Strömung. Wir werden sie euch auch nochmal in der Videobeschreibung bzw. Podcast-Beschreibung verlinken. Was nun aber sind die Grundlagen der plattformistischen Strömung? Die Grundlagen des Plattformismus ist zuerst einmal die Idee des anarchistischen Kommunismus. Das heißt, dass der Plattformismus nicht einfach nur irgendeine Idee ist, die aus der anarchistischen Bewegung entstammte, die ja praktisch auf verschiedene anarchistische Strömungen anwendbar ist, sondern der Plattformismus, genauso wie natürlich die Aktivistin um Nestor Makhno und um die anderen Mitglieder von Yellow Truder, bezogen sich ganz, ganz stark eben auf die Idee des anarchistischen Kommunismus, die zu dieser Zeit natürlich auch einen enormen Einfluss hatte innerhalb der weltweiten anarchistischen Bewegung. Und was ist der anarchistische Kommunismus? Der anarchistische Kommunismus ist eine der wichtigsten Ideenströmungen innerhalb des Anarchismus, zusammen zum Beispiel mit dem Mutualismus oder dem anarchistischen Kollektivismus. Der anarchistische Kommunismus zeichnet sich dadurch aus, dass er in einer sozialen Revolution durch den Kampf der lohnabhängigen Klasse den Kapitalismus und den Staat überwinden will und eine neue Gesellschaft auf freiheitlicher Grundlage schaffen will, in der die Staaten abgeschafft sind, in der der Kapitalismus und das Eigentum abgeschafft sind und in der die vormals Lohnabhängigen eben selbst die Kontrolle über alle gesellschaftlichen Entscheidungsprozesse, über Produktion und Konsum haben. Es gibt natürlich auch einige Denker und Denkerinnen, die ganz stark verbunden sind mit der Idee des anarchistischen Kommunismus, zum Beispiel eben Peter Kropotkin, aber auch Menschen wie Enrico Malatesta oder auch Emma Goldman. Ein weiterer entscheidender Grundsatz des Plattformismus ist die Idee der formellen Organisierung. Es ist eben weiterhin so, dass ich habe es ja schon erwähnt, dass dass große Teile der anarchistischen Bewegung auch heute formeller Organisierung eher skeptisch bis ablehnend gegenüberstehen. Der Plattformismus betont eben die absolute Wichtigkeit, sich nicht nur einfach in kleinen Bezugsgruppen zu organisieren, sondern in einer formellen Organisation mit ganz festen Richtlinien, mit einer theoretischen Grundlage, mit fester Mitgliedschaft und so weiter und so fort. Und erfüllt natürlich ganz klar den Zweck, dass informelle Hierarchien weniger stark sich artikulieren können. Es ist einfach so, wenn zum Beispiel klar ist, wie bestimmte Entscheidungsprozesse ablaufen, welche inhaltliche Grundlage die Organisation hat, dass einzelne Menschen, die vielleicht theoretisch über mehr Wissen verfügen, dass diese weniger einfach informelle Hierarchien oder Wissenshierarchien ausnutzen können. Und das kommt natürlich des anarchistischen Ideals der Verringerung der Hierarchien insgesamt und natürlich auch der informellen Hierarchien innerhalb der eigenen Organisation mehr als entgegen. Zur formellen Organisation und dem anarchistischen Kommunismus kommt darüber hinaus der revolutionäre Anspruch des Plattformismus. Das ist etwas, was sich vielleicht ein bisschen komisch anhört, da natürlich der Anarchismus insgesamt sich, und das würde ich auch sagen, als eine revolutionäre Strömung innerhalb der Arbeiterinnenbewegung gebildet hat und sich auch die meisten Anarchistinnen heutzutage wahrscheinlich als Mensch mit einem revolutionären Anspruch verstehen würden. Ich würde aber einfach nochmal abgrenzen von diesem eher, sagen wir mal, formellen revolutionären Anspruch, dass der Plattformismus so eine Art von Organisierung anstrebt, die tatsächlich die Basis dafür bietet, dass man innerhalb der
innerhalb der sozialen Kämpfe aktiv wird, die wichtig ist, um die Grundlage für den Aufbau von sozialer Gegenmacht und sozialer Kämpfe zu ermöglichen. Und da würde ich es wirklich auch von anderen anarchistischen Strömungen auch nochmal abgrenzen, die, wie gesagt, eher einfach nur Ideensammlungen sind, auf deren Basis Menschen eben mehr oder weniger vor sich hin agieren. Und ich würde sagen, dass der Plattformismus da wirklich sehr viel stringenter die Idee verfolgt, dass die Anarchistin ganz aktiv an dem Aufbau von sozialer Gegenmacht und der sozialen Revolution arbeiten müssen. Dass die bisher genannten drei Grundlagen des Plattformismus sind Dinge, die wir selbst als aus dem Text von 1926 uns herauskristallisiert haben, die sicherlich auch sich darin einfach wiederfinden lassen. Die nun weiteren vier Punkte sind tatsächlich aber auch genau so im Text formuliert. Und zwar ist das einmal der Punkt der ideologischen Einheit. Das ist eben eine ganz wichtige Abgrenzung von anderen anarchistischen Strömungen, vor allem vom strömungsübergreifenden oder synthetischen Anarchismus, der ist eben, wie zum Beispiel die Föderation Deutschsprachiger Anarchistin, die ich auch schon genannt habe, die ist eben der strömungsübergreifenden, dem strömungsübergreifenden Anarchismus verpflichtet. Und der Plattformismus lehnt eben das strömungsübergreifende Element in dieser Strömung ab und sagt, dass es eine gewisse ideologische Einheit unter den Mitgliedern geben muss, damit diese produktiv zusammenarbeiten müssen. Das ist eben dann natürlich der anarchistische Kommunismus als Basis und darüber hinaus natürlich auch weitere Einigungen, Einigungen über bestimmte Grundfragen. Egal, ob das jetzt ein Verständnis von, Verständnis darüber ist, was heißt Kapitalismus, was heißt für uns Revolution, wie wollen wir zu der Revolution kommen, also eine ganz, so eine Auffassung von Strategie auch, das ist eben das, was ideologische Einheit ausmacht. Und wir denken auch, dass diese ideologische Einheit eben zentral ist für jede erfolgreiche anarchistische Organisierung, dass sie eben erlaubt, nicht ständig über alles nochmal diskutieren zu müssen, sondern eine gewisse Basis dafür zu haben, gemeinsam in dieselbe Richtung erfolgreich aktiv zu sein und uns eben eher auf Detailfragen zu einigen, statt jedes Mal eine Grundsatzdiskussion vom Zaun brechen zu müssen. Zur ideologischen Einheit kommt dann noch die taktische Einheit und das kollektive Handeln. Die taktische Einheit heißt im Prinzip nichts anderes, als dass die anarchistische Organisation nicht nur einfach eine gemeinsame ideologische Grundlage haben soll, sondern auch auf der Basis einer gemeinsamen Strategie, die sie gemeinsam ausarbeitet, handeln soll. Das ist für uns eben sehr zentral, da wir der Meinung sind, dass es eben genau das ist, woran es eben der anarchistischen Bewegung vielfach mangelt. Es fehlt eben, natürlich auch der radikalen Linken im Allgemeinen, es fehlt eben viel an Strategie, an Taktik, wie man zu den eigenen Zielen kommt. Und darüber hinaus legt der Plattformismus eben fest, dass es innerhalb der Organisation ein kollektives Handeln geben soll. Das heißt eben, dass die Mitglieder gemeinsam an den selbstgesteckten Zielen arbeiten sollen und so eben gemeinsam besonders effektiv tätig sein können. Als nächste Grundlage des Plattformismus gibt es noch die kollektive Verantwortung, die auch im Text so benannt wird. Die kollektive Verantwortung kann gewissermaßen auf zweifache Art und Weise verstanden werden, wobei sich beide Arten und Weisen auch definitiv ergänzen. Kollektive Verantwortung heißt einerseits, dass jedes Mitglied nach außen die Handlungen der Organisation vertritt und diese auch mitträgt, also kollektiv auch eine Verantwortung dafür oder eine Verantwortung dafür übernimmt, was das Kollektiv tut. Und darüber hinaus auch, dass das Kollektiv die auch Verantwortung übernimmt für die Handlung des Einzelnen oder der Einzelnen. Das heißt, dass auch wenn einzelne Menschen natürlich in Mandaten Aufgaben übernehmen für die Organisation, dass diese damit nicht alleine gelassen werden, sondern dass die Organisation auch sich aktiv darum kümmert, dass Menschen ihre Aufgaben, die sie übernommen haben, auch erfüllen können, dass eben nachgefragt wird, ob alles glatt läuft, dass Hilfe angeboten wird, wo nötig ist. Und wir denken, dass diese kollektive Verantwortung eben auch zum Beispiel aus einer Awareness-Perspektive
extrem wichtig ist für das erfolgreiche langfristige Zusammenarbeiten von Individuen innerhalb einer anarchistischen Organisation. Und zu guter Letzt der Föderalismus, eben ein Aspekt jeglicher anarchistischer Organisierung seit Jahrzehnten oder seit es den Anarchismus eigentlich gibt. Föderalismus heißt im Prinzip, dass innerhalb der anarchistischen Organisation, hier halt eben der plattformistischen Organisation, nicht Entscheidungen von oben nach unten getroffen werden, also zum Beispiel von einem Zentralkomitee und dann nach unten auf lokale Strukturen verteilt werden, sondern dass Entscheidungen getroffen werden von der Basis an die Spitze, beziehungsweise Spitze, es gäbe ja dann praktisch, oder es gibt ja dann keine Spitze, sondern die Basis trifft eben Entscheidungen für die Organisation als solche, und genauso wie in jeder anarchistischen Organisation wird natürlich auch in plattformistischen Organisationen, wie auch der Plattform als plattformistische Organisation, wird natürlich auch bei uns wenn die Entscheidung an der Basis, also in unseren Lokalgruppen getroffen. Und für mich zeigt das auch ganz klar, dass der Vorwurf mancher Figuren innerhalb der anarchistischen Bewegung an den Plattformismus, dass der Plattformismus gewissermaßen eine Bolschewisierung des Anarchismus darstellt, dass diese doch ziemlich ins Leere läuft. Da der Anarchismus oder da der Plattformismus eben in seinen sieben Grundlagen, besonders aber natürlich nochmal im Föderalismus, ganz klar nicht im Widerspruch steht zu anarchistischen Grundsätzen, sondern ganz im Gegenteil sie enorm bekräftigt. Genau. Und natürlich ist es aber so, dass wir auch als Anarchistinnen, die ja gleichsam gewissermaßen Feinde jedes Dogmas sind, nicht einfach nur praktisch lächelnd dazu nicken, was innerhalb dieses Dokuments von 1926 steht. Die Zeiten haben sich natürlich verändert. Das Dokument ist längst nicht mehr aktuell, und selbst aus der Perspektive der 1920er Jahre gibt es innerhalb dieses Dokuments Stellen oder Leerstellen, die wir als mehr als problematisch erachten. Zum Beispiel formuliert der Text von 1926 noch den Anspruch, eine Organisation für alle Anarchistinnen zu sein. Das mag erstmal widersprüchlich klingen, aus der Idee heraus, dass man ja eben nicht eine strömungsübergreifende Organisation sein will, gibt sich in unseren Augen aber vor allem daraus, dass eben der anarchistische Kommunismus damals durchaus sehr, die wichtigste Rolle hatte innerhalb der anarchistischen Bewegung, gewissermaßen also hegemonial war. Wir lehnen, wie gesagt, das ab. Wir sehen es nicht so, dass es eine Organisation geben sollte für alle Anarchistinnen. Wir akzeptieren ganz im Gegenteil dazu die Existenz verschiedener anarchistischer Strömungen. Wir würden auch den meisten anarchistischen Strömungen auf jeden Fall eine Berechtigung zuweisen, auch wenn wir sie nicht als Basis unseres Aktivismus sehen würden. Dann auch noch das Konzept des Ausführenden Komitees. Das wird im Text von 1926 so formuliert, dass es zwischen den verschiedenen lokalen Strukturen ein ausführendes Komitee geben soll, was die Beschlüsse der Basis im Alltag gewissermaßen umsetzt und auch die Kommunikation zwischen den lokalen Strukturen ermöglicht. Wir sind ja noch eine recht kleine anarchistische Organisation mit im Moment fünf, eigentlich eher sechs lokalen Strukturen. Wir erachten es deshalb als nicht notwendig, so ein Ausführungskomitee zu haben, und da natürlich auch das die Kommunikationsinstrumente des digitalen Zeitalters uns eine Kommunikation erlauben, die natürlich früher mit Brief und Telegramm maximal nicht möglich war, erachten wir das dieses Konzept des Ausführenden Komitees als für uns nicht relevant, zumindest zu diesem Zeitpunkt. Und haben natürlich daran auch gewissermaßen, kommt natürlich auch auf die Umsetzung an, auch eine Kritik bezüglich der Bildung von oder der Möglichkeit der Bildung informeller Hierarchien. Darüber hinaus haben wir eine ziemlich starke Kritik daran, dass im Text von 1926 weitere Herrschaftsformen neben dem Kapitalismus im Staat, zum Beispiel das Patriarchat, also die Herrschaft der Männer
oder der Väter, wie der Wortlaut es sagt, oder auch Probleme wie Antisemitismus oder Imperialismus als bildumspannende Form der Herrschaft keine Beachtung finden. Das ist eben gewissermaßen teilweise zu entschuldigen bei manchen Herrschaftsformen, weil sie einfach damals noch nicht so, sich noch nicht in derselben Form artikuliert haben, beziehungsweise für Anarchistinnen, die praktisch an den ukrainischen Guerillakampf gewöhnt waren, vielleicht nicht so entscheidend gewirkt haben. Aber sicherlich gibt es auch einfach Herrschaftsformen, die keine Beachtung gefunden haben, weil es den, die, weil, obwohl sie relevant waren, aber den Verfasserinnen einfach offenbar nicht wichtig genug waren, wie zum Beispiel eben die Kritik des Patriarchats oder des Antisemitismus, die absolut integral gewesen wären, auch aus der damaligen zeitlichen Perspektive. Nun kommen wir zum dritten Teil dieses Vortrags. Und dieser dritte Teil beschäftigt sich mit dem Organisationsansatz des Spezifismus. Und wir beginnen wieder mit einer kleinen Analyse, woher der Spezifismus eigentlich kommt. Der Spezifismus ist ziemlich untrennbar verknüpft mit der Gründung der Federación Anarquista Uruguaya, der V, wie ich sie im Weiteren abkürzen werde, nicht zu verwechseln mit der FAU, also der Freien Arbeiterinnenunion aus Deutschland. Die Federación Anarquista Uruguaya wurde 1956 von Anarchistinnen in Uruguay gegründet, also in Lateinamerika, und war ziemlich stark beeinflusst, unter anderem auch von der Ankunft von anarchistischen Exilantinnen aus dem Spanischen Bürgerkrieg, die eben von dem Spanischen Bürgerkrieg nach Lateinamerika flohen, und eben auch von anderen Ideen aus dem organisierten Anarchismus. Das Problem, der Grund, warum sich die Anarchistinnen 1956 zur Gründung der Federación Anarquista Uruguaya entschlossen war, dass sie erkannt hatten, dass der Anarchismus, der in verschiedenen lateinamerikanischen Staaten zwischen ungefähr den Jahren 1890 bis 1920, 1930 noch eine ziemlich starke Verankerung in den Massen, also in dem großen Teil der lohnabhängigen Klasse hatte, dass das 1950 ziemlich Geschichte war. Die großen anarcho-syndikalistischen Gewerkschaften, wie zum Beispiel im Nachbarland Argentinien, die FORA, war eben mehr oder weniger aufgrund von eigener Unfähigkeit oder Militärdiktaturen zerschlagen worden oder war am Rande der Bedeutungslosigkeit. Und da der Anarchismus eben jetzt seine Verankerung in den Massen verloren hatte, braucht es eben aus der Sicht der Genossinnen, die damals die V gründeten, einen neuen anarchistischen Organisationsansatz, der die Wiederverankerung des Anarchismus in den Massen im Sinn hatte. Und eben die Schlussfolgerung, es braucht eine neue revolutionäre Organisation. Und aus der Praxis der V in den sozialen Kämpfen der lohnabhängigen Klasse entwickelte sich dann mit der Zeit ein ausgearbeiteter theoretischer Ansatz, der dann später praktisch als Spezifismus bekannt werden sollte. Also es war nichts, wo die V irgendwie gesagt hat, okay, wir haben jetzt irgendwie den Masterplan und das machen wir jetzt so, sondern eher hatten sie einfach eine Art und Weise, wie sie sich organisiert haben und wie sie in sozialen Kämpfen aktiv waren, und dann haben sie immer erkannt, okay, irgendwie funktioniert das doch ganz gut, und jetzt schauen wir das mal auf und legen das mal fest. Und ja, seitdem hat sich eben der Spezifismus weiter ausdifferenziert, wurde eben theoretisch fundiert und ist jetzt eben seit über 60 Jahren eine relevante Strömung innerhalb der weltweiten anarchistischen Bewegung, besonders im globalen Süden, hat sich im Laufe der Jahrzehnte auch auf andere Kontinente, vor allem auch andere Länder in Lateinamerika verbreitet, ist aber in Europa und auch ganz besonders nochmal in Deutschland, wo es eben auch die organisierte anarchistische Bewegung schwach ist, immer noch sehr unbekannt. Ein wichtiger Bestandteil des Spezifismus ist sein Transformationskonzept, also sein gesellschaftliches Transformationskonzept hin zu einer anderen Gesellschaft. Sein Transformationskonzept ist davon geprägt, dass die sozialen Bewegungen, die Kämpfe der Unterdrückten, betrachtet werden als Kämpfe, in denen bereits
jetzt und heute der Schlüssel zur Veränderung, zur gesamtgesellschaftlichen Veränderung begraben liegt. Oder nicht begraben, aber wo er praktisch vorhanden ist. Begraben klingt ja sehr inzeitlich. Und wenn eben dieser Schlüssel zur Veränderung in den sozialen Bewegungen und den Kämpfen der Unterdrückten praktisch vorhanden ist, dann ist es eben wichtig, denen dann irgendwie diese sozialen Kämpfe voranzutreiben und beziehungsweise diese Klassenkämpfe voranzutreiben. Und die soziale Revolution wird eben als eine lange Zeitspanne verschiedener Klassenkämpfe betrachtet. Und in den Kämpfen wächst dann langsam die Gegenmacht der unabhängigen Klasse heran, eben einerseits dadurch, dass einfach zum Beispiel Reformen erkämpft werden, Menschen sich massenhaft organisieren und dadurch einfach eine gewisse soziale Macht ihrer eigenen Klasse bilden, aber auch einfach dadurch, dass ein neues Bewusstsein innerhalb dieser Klasse entsteht für die eigene Macht, für die Wichtigkeit und auch für die Möglichkeit, die Verbesserung des eigenen Lebens selbst zu erstreiten und auch durch neue vertrauensvolle Verbindungen mit anderen Menschen der eigenen Klasse in den Kämpfen von unten. Außerdem soll eben innerhalb der alten Gesellschaft, ganz im Sinne der Idee der neuen Gesellschaft in der Schale der Alten, bereits mit dem Aufbau neuer Strukturen des gesellschaftlichen Zusammenlebens begonnen werden. Möglich sind da zum Beispiel selbstorganisierte Bildung oder selbstorganisierte Pflege, all das, oder selbstorganisierte Form der Ernährung, sage ich mal. Also zum Beispiel Suppenküchen oder Umsonstläden und sowas. Wichtig ist aber auch, vor allem auch im Hinblick darauf, dass da oben Transformationskonzept steht, der revolutionäre Anarchismus insgesamt und natürlich auch Spezifismus und Plattformismus grenzen sich wirklich ganz klar ab von einer Idee, dass die Gesellschaft wirklich veränderbar sei in ihrer Grundlage ohne einen Bruch mit den Herrschenden. Es gibt eben am Ende keine soziale Revolution ohne diesen Bruch, und es ist die Aufgabe der Anarchistinnen in den sozialen Kämpfen, die Menschen und diese Kämpfe auf den Bruch mit den Herrschenden hinzuorientieren und sie auch vorzubereiten. Und deshalb ist es eben wichtig, dass die Anarchistinnen in die sozialen Bewegungen reingehen, Teil von ihnen werden und sie selbst vorantreiben. Und darüber hinaus eben auch Selbstverwaltungsstrukturen aufbauen, die eben die neuen Strukturen in der neuen Gesellschaft bilden können. Damit man eben, wenn es zu diesem gesellschaftlichen Bruch kommt mit dem bestehenden System aus Staat und Kapitalismus, dass man nicht einfach nur vor einem Scherbenhaufen steht. Jetzt habe ich eben bereits erwähnt, dass es eben von entscheidender Bedeutung ist, dass die Anarchistinnen in den sozialen Bewegungen aktiv werden. Konkret wird das in der spezifistischen Theorie als soziale Einfügung oder Insertion sozial bezeichnet, und das ist gewissermaßen das Schlüsselelement der spezifistischen Praxis. Die Anarchistinnen sollen sich kontinuierlich in die Kämpfe einbringen und sie stärken. Sie sollen sie beeinflussen und auch ihre Richtung beeinflussen durch Mitarbeit auf Augenhöhe. Sie sollen anarchistische Prinzipien in den Bewegungen fördern. Das bedeutet eben, dass, oder das geht davon aus, diese Idee geht praktisch davon aus, dass in den meisten sozialen Kämpfen von unten anarchistische Prinzipien eigentlich gewissermaßen schon irgendeine Bedeutung haben. Zum Beispiel, wenn wir uns überlegen, zum Beispiel in der Fridays for Future Bewegung werden Entscheidungen basisdemokratisch getroffen In gewerkschaftlichen Kämpfen gibt es immer noch eine ziemlich große Bedeutung der Idee des Streiks. Also gut, kommt auf den Streik natürlich auch an, aber kann ein Mittel der direkten Aktion sein natürlich. Und auf diese Weise sind eben ganz viele Elemente oder anarchistische Ideale eben in diesen sozialen Kämpfen verankert. Und eine der Aufgaben der Anarchistin ist es eben, in den Bewegungen anarchistische Prinzipien zu verankern, zu fördern und zu verteidigen. Und das ist eben egal, ob das jetzt Klassenbewusstsein ist, eine Skepsis gegenüber Hierarchien
oder zum Beispiel Basisdemokratie, die Idee des Konsens, all das sollen die Anarchisten eben fördern. Aber, und das bedeutet eben Mitarbeiter auf Augenhöhe, nicht irgendwie aus dem Hintergrund, indem man irgendwie wie irgendwie im trotzkistischen Entrismus man sich irgendwie in eine Bewegung oder eine oder in andere Organisationen gar noch reinschummelt, um irgendwie die Leute zu manipulieren, sondern ja, offen, indem man auf die Leute zugeht, indem man sagt, ja, wir sind Anarchisten, wir wollen gemeinsam mit euch die gesellschaftlichen Bedingungen verändern. Und wir, genauso wie der Spezifismus, natürlich auch sind der Überzeugung, dass man das am besten tut, indem man eben ehrlich zu den Leuten ist und ihnen nicht irgendwas vorlügt. Und auch so, denken wir, ist es die einzige Möglichkeit, wie du die Leute auch davon überzeugst, dass Anarchismus eben nicht nur irgendwie Chaos und Steine schmeißen ist, sondern tatsächlich auch gesellschaftliche Veränderungen zum Wohle der lohnabhängigen Klasse. Zu guter Letzt, oder nicht zu guter Letzt, kommt noch weiter, kommt noch ein Punkt, aber der Spezifismus betont eben auch die Wichtigkeit der Verknüpfung einzelner sozialer Kämpfe zu einer breiten Front, um langfristig eine gemeinsame revolutionäre Bewegung aufzubauen, die eben an ganz vielen verschiedenen gesellschaftlichen Eckpunkten und Schlüsselstellen ansetzen kann, um die Gesellschaft auf ganzer Linie zu verändern. Also egal, ob das eben Kämpfe der landlosen Bäuerinnen sind, wie zum Beispiel in denen zum Beispiel die unsere Genossinnen aus Rio de Janeiro aktuell aktiv sind, oder Kämpfe um Abtreibungsrechte, wie zum Beispiel unsere Genossinnen aus Rosario in Argentinien, die aktuell führen. All diese Kämpfe gehören letztendlich zusammen als Teil einer gesamtgesellschaftlichen Veränderung, und nur so werden wir tatsächlich einer sozialen Revolution näher kommen, wenn wir eben diese Kämpfe miteinander verknüpfen und eine breite Front gegen jede Unterdrückung, gegen Staat und Kapitalismus aufbauen. Ich habe auch mal ein paar Beispiele mitgebracht, um so ein bisschen zu illustrieren, was heißt eigentlich soziale Einfügung in der Praxis. Ich habe mal zum Beispiel auch was mitgebracht aus unserer eigenen Organisation, unsere Lokalgruppe Trier. Unsere Lokalgruppe Trier arbeitet seit, ich glaube, nur gut seit einem Jahr, ich glaube sogar schon ein bisschen mehr, nach dem 8. März-Streik im Jahr 2020 mit dem Aufbau einer feministischen Vernetzung in Trier. Unsere Lokalgruppe Ruhr, in der ja auch ich aktiv bin, war recht lange innerhalb von Fridays for Future in Dortmund aktiv und arbeitet jetzt auch an neuen Formen ökologischer Selbstorganisation mit. Ich habe auch nochmal ein Beispiel mitgebracht aus zwar der deutschsprachigen Region, aber nicht von unserer Organisation, sondern von den Genossinnen der Libertären Aktion Bern, die zum Beispiel in der Freien Arbeiterinnenunion Bern aktiv sind, aber auch in lokalen Klimakämpfen. Ich habe außerdem noch ein Beispiel mitgebracht von unseren lieben Genossinnen aus Kolumbien, die in unterschiedlichen Bildungskämpfen aktiv sind, zum Beispiel auch in den Unis. Die auch gleichzeitig aktuell ein Nachbarschaftszentrum mitgestalten und aufbauen, in dem es selbstorganisierte Sprachkurse gibt, in der Bildung von unten organisiert wird, in der Kinder betreut werden, in der sie zum Beispiel Gitarrenunterricht bekommen können, in der Kultur für die Nachbarschaft organisiert wird. Genau, und das ist so ein Beispiel, das ist zum Beispiel auch etwas, wo sich eben einerseits die Idee der sozialen Einfügung eben mit der Aufbau von Selbstverwaltungsstrukturen auch verknüpfen lässt. Spezifische Organisation, was ist das eigentlich? Ich habe jetzt nun bereits aufgezählt, was Spezifismo oder was eine spezifistische Organisation so macht, also die Idee der sozialen Einfügung, und grundsätzlich werden es wahrscheinlich schon einige von euch erkannt haben, Spezifismo hat irgendwie was zu tun mit Spezifismus. Ist tatsächlich nicht dasselbe wie Speziesismus, aber es geht praktisch beim Spezifismo oder das namensgebende Element des Spezifismo ist die Idee der spezifischen Organisation. Spezifische Organisation, das werdet ihr gleich sehen, hat einige spannende Überschneidungen zum Plattformismus. Die Idee dahinter ist im Prinzip, dass die spezifische Organisation die Organisationsform darstellt, die es den Anarchisten ermöglicht aktiv oder erfolgreich aktiv zu sein in den sozialen Kämpfen und die soziale Einfügung erfolgreich durchzuführen. Und wichtig eben für die spezifische Organisation ist die gemeinsame theoretische Grundlage,
aus den bereits genannten Gründen. Man muss nicht immer über alles wieder neu diskutieren. Man kann effektiv an dem Ausbau von Strategie und an ihrer Umsetzung arbeiten und all das. Die ist natürlich wieder, weil natürlich auch der Espezifismo aus dem anarchistischen Kommunismus stammt, aus den Ideen ihres anarchistischen Kommunismus, eine dediziert anarchokommunistische oder anarchokommunistische Grundlage. Dazu bei spezifischen Organisationen auch die gemeinsame Strategie. Es ist eben aus den bereits auch genannten Gründen, es ist eben deutlich sinnvoller, wenn die Mitglieder einer Organisation an der Umsetzung einer Strategie arbeiten, weil sie so ihre Kräfte und ihre Tätigkeit in eine Richtung bündeln können. Ein weiteres Element ist das kollektive Handeln, also dass die Mitglieder eben die Strategie gemeinsam umsetzen. Und darüber hinaus soll die Organisation als Rahmen für die Diskussion zwischen den Mitgliedern dienen, um Theorien, Analysen und Strategie zu arbeiten. Und ich denke, hieran sieht man auch schon ganz gut, dass es eben sehr starke Überschneidungen gibt zwischen den Ideen des Espezifismus und des Plattformismus. Tatsächlich ist aber wichtig hervorzuheben, dass der Espezifismus nicht einfach nur den Plattformismus irgendwie übernommen hat, sondern dass tatsächlich sich beide Ideen an unterschiedlichen Orten zu unterschiedlichen Zeiten selbstständig voneinander entwickelt haben und der Espezifismus auch nicht einfach, wie wir es zum Beispiel auch fälschlicherweise in der Vergangenheit getan haben als Plattform, einfach nur als Variante des Plattformismus gesehen werden kann. Stattdessen sind sie Ausdruck einer, wie ich sagen würde, gemeinsamen Ideenströmung eines organisierten, revolutionären, anarchistischen Kommunismus innerhalb der Geschichte des Anarchismus. Und ich denke, so sollten auch beide Organisationsansätze verstanden werden und nicht missverstanden werden als einfach nur Varianten der jeweils anderen Strömung. Wichtig bei dieser ganzen Sache, sowohl bei Plattformismus als auch bei Espezifismus, ist eben, dass die Organisation keinen Selbstzweck erfüllen soll, sondern die Organisation soll, wie gesagt, das Mittel sein, um die soziale Einfügung vorantreiben zu können. Ich habe es eben bereits angesprochen, die anarchistische Organisation oder die spezifische Organisation soll einen Raum bieten können oder einen Raum bieten für Diskussion und Theoriearbeit, die ideologische Einheit bzw. die ideologische Einheit bietet eben die Möglichkeit, auf einem sehr hohen Level über Dinge zu diskutieren, weil man eben nicht immer wieder alles neu rauskramen muss und neu diskutieren muss, sondern bereits auf einer relativ gemeinsamen Grundlage ansetzen kann. Und ja, das bietet eben für Theoriearbeit und für die Erstellung von Analysen und Strategien wichtige Voraussetzungen. Und diese gemeinsamen Strategien sollen dann eben über die lokalen Strukturen der Organisation in die Kämpfe vor Ort eingebracht werden. Und sich natürlich auch aus den lokalen Bedingungen ja auch speisen. Also die Strategien können natürlich nicht erstellt werden, ohne die Erfahrung aus den lokalen Kämpfen. Außerdem bietet natürlich die anarchistische Organisation auch Platz für die Reflexion der Arbeit in den Bewegungen und für die Entwicklung neuer Aktionsformen. Als bestes Beispiel kann da sicherlich gesehen werden, dass als die V, also die Federación Anarquista Uruguaya, im Laufe der 70er Jahre durch die uruguayische Militärdiktatur mit sehr starker Repression überzogen wurde, unter anderem wurden mehrere Dutzend Mitglieder der V in den Folterknästen des uruguayischen Regimes ermordet und gefoltert, ist eben ein Teil der Organisation dazu übergegangen, bewaffnete Strukturen zu bilden, um zum Beispiel Streiks bewaffnet zu unterstützen oder Entführungen durchzuführen, um eben Arbeitskämpfe zu supporten. Wichtig dabei ist wiederum, die spezifische Organisation hat keinen Selbstzweck, sondern die Theoriearbeit kann nur zusammen stattfinden mit der Arbeit in Bewegung. Ergibt ohne das auch keinen Sinn. Und immer dran denken, ich nehme das immer sehr gerne ins Beispiel, ein Bild vom Signal Iduna Park, der Arena vom BVB. Grau im Leben ist alle Theorie, aber entscheidend ist auf dem Platz oder in unserem Fall eben entscheidend ist in den sozialen Bewegungen und was am Ende bei rumkommt. Und zu guter Letzt noch ein kleiner Einblick daran, was spezifische Organisationen außer sozialer Einfügung und so weiter noch machen.
Ich hatte ja bereits erwähnt, dass ich Plattformismus und Spezifismus als Ausdruck einer gemeinsamen Ideenströmung innerhalb des weltweiten Anarchismus sehen würde. Und zu dieser Strömung gehört eben auch das Prinzip des Organisationsdualismus, also dass der Anarchismus oder dass die anarchistische Organisation eben einerseits innerhalb der sozialen Kämpfe wirken soll, aber auch innerhalb der anarchistischen Bewegung. Und das ist eben ganz entscheidend für diese, ich sag mal, anderen Aktivitäten. Zum Beispiel zählt dazu die Produktion anarchistischer Theorie, die Verbreitung anarchistischer Ideen. Dafür ist für mich zum Beispiel recht eindrücklich hier recht aufgeführt, das Logo von Sabalasa Books. Das ist ein Projekt von SpezifistInnen aus Südafrika, die eine Online-Bibliothek angelegt haben mit Übersetzung von vor allem Schriften aus dem lateinamerikanischen Anarchismus und ebenso sichern, dass auch für zukünftige Generationen, vor allem auch für andere Sprachgruppen, die anarchistische Theorie eben erhalten bleibt, auch als Mittel für zukünftige Kämpfe. Und eben darunter auch ein Projekt unserer Genossin aus Frankreich, genauer gesagt in Lyon, von der Union Communiste Libertaire in Lyon, eine Bücherei, Die Schwarze Feder oder La Plume Noire. Das wurde leider vor kurzem von Faschistinnen angegriffen und befindet sich derzeit, soweit ich weiß, im Wiederaufbau. Genau, und die anarchistische Organisation soll halt eben dann die anarchistischen Ideen auch in der Bevölkerung natürlich auch verbreiten und innerhalb der anarchistischen Bewegung auch stärken, also beziehungsweise ihre eigene Strömung natürlich auch innerhalb der anarchistischen Organisation, innerhalb der anarchistischen Bewegung stärken. Sie soll Gegenkultur schaffen, zum Beispiel Theaterstücke, Arbeiterinnenchöre und so weiter und so fort. Sie soll Weiterbildung organisieren für ihre Mitglieder. Ich finde da auch nochmal La Plume Noire ein ganz gutes Beispiel, wo zum Beispiel regelmäßig Theorieschulungen stattfinden für Mitglieder der Union Communiste Libertaire. Sie soll die Dynamik innerhalb der Organisation aufrechterhalten. Einerseits natürlich durch die Organisierung von Debatten innerhalb der Organisation, aber natürlich auch zum Beispiel durch solche Sachen wie Awareness-Arbeit. Und sie stellt natürlich auch, oder sie kümmert sich darum, dass Ressourcen und Infrastruktur bereitstehen für die erfolgreiche Umsetzung der Arbeit der Organisation. Egal, ob das jetzt eben Räumlichkeiten sind oder solche Dinge wie Autos für Aktionen und so weiter und so fort. Und sie kümmert sich auch um die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen und auch um die internationale Verbreitung des eigenen Ansatzes. Das ist ein schönes Beispiel dafür. Ist zum Beispiel auch wiederum die Arbeit der V innerhalb der 90er Jahre, nachdem die V eben durch die uruguayische Militärdiktatur fast zerschlagen wurde, hat sie sehr stark an ihren eigenen Wiederaufbau gearbeitet und gleichzeitig auch Leute in die umliegenden Länder geschickt, vor allem nach Brasilien und Argentinien, und hat eben dort mitgewirkt an dem Aufbau spezifistischer Organisationen. Und daraus ist dann zum Beispiel sind die Organisationen unserer Freundin aus Brasilien und Argentinien entstanden. Und wir sind jetzt tatsächlich auch schon am Ende dieses Vortrags. Ich bedanke mich mal für eure Aufmerksamkeit, auch wenn ihr natürlich mir aus dem digitalen Raum im Prinzip zuschaut und zuhört. Ich will nochmal darauf hinweisen, dass wir uns ganz, ganz doll über Feedback freuen in den Kommentaren, auch sehr doll über Kritik. Ihr könnt es auch das gerne per Mail schicken, am besten an kontakt@dieplattform.org. Und wir freuen uns, beziehungsweise wir freuen uns natürlich auch sehr, wenn ihr in die Quellen dieses Vortrags schaut. Die findet ihr in der Videobeschreibung beziehungsweise in der Podcast-Beschreibung. Genau, und schaut da ruhig rein, lasst uns Kritik da, lasst uns auch ruhig Fragen da, wenn die noch da sind, oder Wünsche für zukünftige Vorträge. Das hilft uns bei unserer eigenen Arbeit. Und wenn euch gefallen hat, was ihr heute gehört habt, dann überlegt euch doch, ob ihr vielleicht mit uns aktiv werden wollt. Auch dafür könnt ihr euch bei oder unter kontakt@dieplattform.org melden. Wir freuen uns auf jeden Fall, mit euch in Kontakt zu kommen. Auch dann, wenn die Corona-Pandemie wieder vorbei ist und wir auch wieder Vorträge organisieren werden. Genau, also kommt mit uns in Kontakt, werdet mit uns aktiv und lasst uns gemeinsam für den Aufbau von Gegenmacht unten kämpfen.